Fahrt von Ottenschlag ab 9.45 Uhr bei Sonnenschein ab Zwettl nebelig und frostig. Weiter über Rastenfeld zum Schloss Waldreichs. Schloss Waldreichs, noch vor zwei Jahrzehnten eine Ruine, wurde für das Forstamt Ottenstein revitalisiert. Auch zog die Falknerei und das Greifvogelzentrum in das jetzt wieder schöne Schloss ein. Hier beginnt meine Wanderung, zunächst über den Fernweg 620. An riesigen alten Ulmen vorbei. Der Forstweg ist ziemlich vereist und führt hoch über den Kampsee Dobra entlang. Hier ist das sogenannte Mühlhörnl mit dem Blick auf den Dobra-Stausee. Ab hier beginnt der kurvenreiche, 3 Kilometer lange Grabenaufstieg entlang des Schlohrheinbaches auf die Hochfläche. Auch hier hat am Zufluss der Kamp von der Allgemeinheit kaum registriert, die Holzwirtschaft ganze Arbeit geleistet. Riesige, kahle Waldflächen zeugen davon. Über diesen Abhang liefen 3 Rehe. Ich war zu langsam, um sie zu filmen. Die Aussicht geht nicht weit über den Graben. Nur der Forstweg bleibt eisig und rutschig. Hier zweigt rechts der Fernweg 620 ab. Ich gehe links weiter und komme zur Richtungstafel nach Waldreichs, die hier wieder links weiterführt. Knapp vor Waldreichs haben hier Wildschweine die Erde aufgewühlt. Das Wetter hat sich auch nach der Wanderung von 7 Kilometer und 1 3/4 Stunden nicht gebessert. Es bleibt frostig kalt. Nach der Heimfahrt nach Ottenschlag beginnt es zu schneien. Das war die kurze Vormittagswanderung vom Schloss Waldreichs zum Mühlhörnl.
den Graben des Schlohrheinbaches hinauf bis zur Straßenkreuzung, den Forstweg weiter zum Deichfeld und auf der Straße zurück zum Schloss Waldreichs. Einfahrt nach Ottenschlag.